Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner, ich nenne es mal Workshop-Serie. Hier möchte ich euch jetzt einen Workflow zeigen für One-Shot-Color-Kameras, also solche Kameras, entweder Astro-Kameras, die über einen Farbchip verfügen, oder eben DSLR, DSLM-Kameras. Und in dem Fall heute zeige ich euch den Workflow an Bilddaten, die ich mit einer Canon EOS RA aufgenommen habe. Und ich erkläre aber an ein paar Stellen dann noch die Unterschiede zur gekühlten Astro-Kamera. Es gibt keine großen Unterschiede, aber ein paar Kleinigkeiten gibt es da schon zu beachten. Ich zeige euch in dem Video den Workflow bis zum gestretchten Bild. Und danach werde ich nochmal ein weiteres Video machen, wo ich euch zeige, wie ich dann dieses fertig gestretchte Bild bearbeite. Denn ich habe sowohl eine Monokamera als auch Farbkameras oder arbeite mit Bildern von Farbkameras. Das heißt, ich habe immer zwei Workflows, aber ab dem Stretchen vereint sich dieser Workflow und ist dann immer gleich bei mir. Und deswegen habe ich hier eine Dreiteilung gemacht. Es gab dann ja schon einen Teil, wo ich einen Workflow für Monokameras zeige. So, jetzt aber genug geredet. Das erste, was ich immer mache, ist, dass ich mir die Bilder anschaue und das mache ich mit dem Prozess Blink. Den öffnen wir hier mal und dann können wir hier über diesen Reiter die Bilder öffnen. Ich habe hier einen Ordner, der heißt M8 M20 mit dem APM APO und jetzt schauen wir uns mal die Lights an. Dazu alle markieren und öffnen. So, nicht wundern, die Bilder werden hier monochrom angezeigt und mit diesem Kästchenmuster. Das sind also wirklich die RAW-Bilder, die noch nicht debayert wurden. Und das ist auch völlig okay hier für diese Ansicht. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich einmal hier mit diesem Symbol den Screen Stretch auf alle Bilder gleich anwende. Und ich lasse mir auch die Bildstatistik anzeigen. Und das geht, indem ich hier drauf klicke. Und ich mache das mal der Reihe nach. Also erstmal mache ich hier den Screen Stretch an. So, jetzt haben alle Bilder hier die gleiche Helligkeit, egal wie gut oder schlecht sie durchbelichtet sind. Und jetzt führe ich noch das hier aus. Das ist die Statistik, kann man einmal mit OK bestätigen. Und in einer Sekunde zeige ich euch auch, warum ich mir das anzeigen lasse. So, jetzt ziehe ich das hier mal ein bisschen auf und dann gucken wir uns mal die Werte an. Und was mich da interessiert, ist eigentlich überwiegend hier dieser Mean-Wert. Und ihr seht, dass der bei mir durchgehend eigentlich in derselben Größenordnung ist. Also immer so um 2080 irgendwas, 90 rum. Ja, und warum ist das wichtig, sich das anzuschauen? Das verrät eigentlich auf den ersten Blick, wenn hier Aufnahmen dabei sind, wo zum Beispiel Wolken durchgeflogen sind oder Zirrenwolken. Oder wenn ich Aufnahmen habe, weil ich am Anfang zum Beispiel noch in der Dämmerung angefangen habe zu fotografieren und nicht geduldig genug war, bis es richtig dunkel ist. Oder am Morgen, wenn ich irgendwie vielleicht eine automatische Aufnahme gemacht habe und die Aufnahme läuft dann durch und ich habe dann erst später die Aufnahme abgestellt und habe noch in die Beginn der Dämmerung hinein fotografiert, dann wären in allen Fällen diese Mean-Werte hier deutlich höher. Also nicht nur so ein bisschen wie hier, so ein Prozentpunkt oder so, sondern sagen wir mal in der Größenordnung von ein paar Tausend. Also dann stünde hier, was weiß ich, 4000, 5000, nicht mehr 2190. Und wenn hier einer dieser Mean-Werte aus der Reihe tanzt, weiß ich eigentlich sofort, da muss ich mal gucken, da stimmt was nicht. Außerdem, wenn ich mit der DSLR fotografiere, dann ist auch nicht immer sichergestellt, dass ich hier irgendwie alle Aufnahmen mit 300 Sekunden drin habe. Bei mir ist das jetzt immer 299,9. Das ist natürlich okay, aber ich meine jetzt, was weiß ich, Aufnahmen, wo ich mal den Bildausschnitt getestet habe und das vergessen habe auszusortieren, dann sehe ich, hier sind vielleicht nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden Exposure Time und dann sortiere ich die aus. So, ich habe ein bisschen gefuscht, weil diese Aufnahmen sind alle so perfekt, weil ich das Bild schon bearbeitet habe und alles, was irgendwie schlecht war, schon rausgeworfen habe. Nächster Schritt wäre, dass ich jetzt einmal durchblinke, oben angefangen und mir die Aufnahmen dann angucke und gucke, ob da hier schon irgendwas grob auffällt. Irgendwie hier gibt es einen Sprung, habe ich den vielleicht einen Meridian-Flip gemacht oder den Ausschnitt nicht mehr sauber getroffen, wie auch immer.
Oder irgendwie, es hat sich irgendwas verirrt hier in diesen Ordner mit den Lights rein. Zum Beispiel ist ein Flat hier reingerutscht oder ein Dark oder so. Dann sehe ich das auf Anhieb. Oder wenn irgendwas wirklich grob mit dem Bild los ist. Und wenn ich dann einmal durch bin, fange ich nochmal oben an und gucke mir das bei hoher Vergrößerung im Bildzentrum an. Und schaue mir die Sterne an, ob die alle rund sind oder ob es da irgendwie Eiersterne gibt, Zackensterne oder Sterne, die nicht gut fokussiert sind. Und wenn ich dann so einen habe, zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sieht ja gut aus, aber dann würde ich hingehen, würde den aussortieren, indem ich hier auf dieses Symbol klicke und dann lege ich mir immer einen Ordner an, der heißt bei mir immer Trash. Trash TV. So, hier, ja, und da seht ihr, ich habe das wie gesagt schon bearbeitet, da sind schon ein paar Bilder drin. So, und dann würde ich die hier reinladen und dann sind sie weg. Auch wenn sie hier in der Liste noch drin sind, sie tauchen nachher in dem Ordner nicht mehr auf. Dann muss man die einmal alle löschen und das ist der erste Schritt, den ich mache. Nächster Schritt wäre dann das Stacken und das funktioniert in PixInsight mittlerweile wirklich fantastisch mit dem Skript Weighted Batch Preprocessing. Es dauert immer ein bisschen, bis es aufgeht. Warum auch immer. So, das merkt sich immer meinen letzten Stack und das ist aus dem Mono-Workflow und deswegen resette ich das mal und sage Clear All File Lists. So, dann gehe ich hin und lade erstmal meine Lights. Und hier kommt der erste Unterschied zwischen DSLR und Astro-Kamera. Wenn ihr mit einer Astro-Kamera aufgenommen habt und die Software, die ihr benutzt, Informationen in den FIT-Header oder in den Dateinamen reingeschrieben hat, dann könnt ihr eventuell auch einfach hier über diesen Reiter Directory hingehen und den ganzen Ordner reinladen und anhand der sogenannten FIT-Header oder der Dateinamen oder sogar anhand des Ordnernamens kann PixInsight oder das WBPP-Skript dann schon Gruppen erstellen für zum Beispiel jeweilige Filter. Wenn ihr zum Beispiel Aufnahmen mit und ohne Dual Narrowband Filter gemacht habt, dann würden hier zwei Gruppen aufgehen. Entsprechendes auch für die Flats und die Darks und die Bias und was weiß ich. Aber bei der DSLR schreibt die DSLR natürlich nichts in irgendwelche FIT-Header. Das heißt, wir müssen das hier händisch machen. Und da gehe ich mal in den Ordner Lights rein. Da war ich schon so, markiere alle und drücke Enter. Jetzt werden sie hier reingeladen. So, hier sehe ich nochmal 299,9 Sekunden. Alle Bilder, die werden zusammengefasst zu einer Gruppe. Das gleiche mache ich jetzt für die Flats. So, und jetzt kommt wieder eine Besonderheit hier in den Reiter Darks. Kämen jetzt eure Darks rein. Ich mache mit der DSLR keine Darks. Das heißt, ich packe auch hier nichts rein. Das Einzige, was ich mit der DSLR mache, sind quasi Biasse. Aber ja, eigentlich sind das besser gesagt Flat Darks, denn diese Dunkelbilder, die ich da gemacht habe, haben exakt die gleiche Belichtungszeit wie meine Flats. Und die müssten dann eigentlich hier rein. Also das ist ein Unterschied, wenn ihr mit einer One-Shot-Color Astro-Kamera fotografiert habt, dann kämen eure Darks und auch eure Flat-Darks hier rein. Und dann würde nachher PixInsight oder WBPP besser gesagt, würde das dann richtig zuordnen. So, ich wende jetzt einen Trick an, weil ja, bei den DSLR-Aufnahmen weiß eben nicht, die Software, was habe ich da eigentlich für Bilder und ich möchte, dass sowohl von den Lights als auch von den Flats dieses Bias, was ich eigentlich erstellt habe, abgezogen wird und das tut es dann ganz sicher, wenn ich hier jetzt das Ganze in den Ordner Bias reinlade. Also sage ich plus Bias und jetzt habe ich hier einen Ordner, den habe ich dann auch schon so benannt mit Bias und wie gesagt, es sind eigentlich Flat Darks und die kommen jetzt hier rein. So, an diesen Parametern hier ändere ich in der Regel nichts und lasse es einfach auf Auto stehen. Auto bedeutet, dass anhand der Menge der Bilder PixInsight hier schon irgendwie den richtigen Algorithmus auswählt. Und auch an diesen Einstellungen muss man in der Regel, sage ich mal, nichts machen. So, das gleiche gilt für die Flats. Jetzt gucken wir uns die Lights mal an. Was möchte ich machen? Ich mache hier nicht so eine kosmetische Correction, weil meine Aufnahmen gedizzert sind. Das rate ich euch sowieso immer. Dann Subframe Weighting ist extrem wichtig. Ich lasse hier auch alles auf den Default-Einstellungen. Das ist irgendwie wunderbar. Dann Image Registration. Natürlich möchte ich, dass meine Bilder registriert werden.
Und auch hier vertraue ich auf den automatischen Algorithmus und lasse hier in der Regel auch alles so, wie es ist. So, zurück, dann kommt die Astrometric Solution. Die mache ich aus, weil das immer ein bisschen nervt, weil hier bei den DSLR-Daten ist nicht im FIZ-Header schon die richtige Koordinate drin und dann meldet sich das immer hier, die Astrometric Solution, und hier wegen diesem Häkchen Interactive in Case of Failure, dann kommt so eine Meldung, da muss ich was tun, das nervt mich, ich kann nachher auch im fertigen Bild eine astrometrische Lösung erstellen. Local Normalization hängt sehr stark davon ab, wie durchgängig oder wie die Qualität eurer Bilder durchgängig ist. Also bei mir ist es meistens so, weil ich immer darauf achte, dass ich unter sehr guten Bedingungen fotografiere und diese Aufnahmen sowieso sind in Namibia passiert. Da brauche ich das nicht und das ist sehr rechenintensiv und damit auch zeitintensiv. Deswegen wähle ich das meistens ab. Wenn ihr Aufnahmen habt, wo ihr erwarten könnt, dass die Bilder sehr unterschiedlich sind, vor allen Dingen in Bezug auf Gradienten, dann macht es schon Sinn, diese Local Normalization durchzuführen. Image Integration selbstverständlich und hier ist noch das Häkchen bei Auto Crop. Das funktioniert in den meisten Fällen auch sehr gut. Dann werden eure Bilder bereits fertig gecroppt und von diesen Stacking-Rändern befreit. Und auch hier vertraue ich der Automatik. Wenn es nötig wäre, könnte man hier mal reingehen und noch was verändern. So, das war das. Dann gucken wir uns das hier mal an. Das brauche ich alles nicht. Achso, ich kann hier mal kurz gucken. Achso, das sind Presets, die dann aber hier meine Parameter, die ich jetzt eh ausgewählt habe, nochmal verändern würden. Das lasse ich. Keywords brauche ich hier in dem Fall jetzt auch nicht. Das lasse ich alles, wie es ist. Das lasse ich alles, wie es ist. Und ich muss noch hier einen Ordner auswählen. Das ist mein Arbeitsordner sozusagen. Und das ist aber in dem Fall der Ordner M8M20 APM APO. So, Ordner auswählen. Fertig. Nächster Reiter, Calibration. Hier ist es jetzt schon ein bisschen interessant. Ihr seht, ich kann das noch ein bisschen aufziehen, dass hier bereits verschiedene Dinge, ja, noch ein bisschen, stehen. Also es steht hier, dass es für die Lights ein Bias gibt und ein Flat gibt. Das ist gut. Und dass es für die Flats auch ein Bias gibt, das ist auch gut. Aber bei CFA Images Color Filter Array steht No und das ist natürlich falsch und das heißt, ich klicke jetzt diese Reihe mal an und sage doch, das sind natürlich Farbaufnahmen, hier bitte die Bayern. So, und jetzt ist eine Sache auch wieder wichtig, dass ihr hier das ja nicht auf Auto stehen lasst, es sei denn, ihr habt eine Astro-Kamera, eine Astro-Farbkamera, dann wird vermutlich wieder aus dem FIZ-Header heraus die Software hier automatisch das richtige Bayer-Pattern lesen. In der Regel ist das sowieso häufig RGGB, aber bei den DSLRs und DSLMs muss ich das hier angeben, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Aus Sicherheitsgründen mache ich das auch immer bei Astro-Farbkameras. Also hier einmal bitte RGGB angeben und das Gleiche müsst ihr dann eben auch hier machen nochmal. Da werden jetzt einfach die Einstellungen übernommen von diesen hier. Alles andere braucht euch eigentlich nicht zu jucken. Das funktioniert hier auch alles automatisch. Ja, wenn kein Dark gefunden wird, nimmt es das Bias. Das ist eben diese Automatik. Das habe ich ja dann eben, weil ich so ein schlauer Fuchs bin, schon eingetütet, weil ich den Bias-Reiter gefüllt habe mit meinen Flat Darks. Deswegen kann ich darauf vertrauen, dass aus sowohl den Lights als auch aus den Flats das Bias-Signal abgezogen wird. So, das habe ich. Dann gehe ich jetzt noch in die Post-Calibration, gucke mir an. Hier steht nochmal zusammengefasst, was ich nachher bekomme. Ich bekomme 5 Stunden, 39 Minuten, 52 Sekunden Belichtungszeit mit irgendwie 68 Frames. Und Drizzle ist disabled. Da gehe ich in letzter Zeit gerne mal hin und enable das und setze das hier auf einen Wert von 0,8 oder 0,9. Und hier bin ich aber noch nicht so richtig weit mit meinen Erkenntnissen, wie sinnvoll das ist. Das ist sowieso nur dann sinnvoll, wenn ihr eine Menge Bilder habt, die ausreichend auch gedizzert sind. Mit einer Menge meine ich mal so mindestens
drei Dutzend Bilder. Oder sagen wir mal so 30 Bilder. Drei Dutzend ist besser, wären 36. Ja, mindestens solltet ihr haben. Und dann macht die Drizzle Configuration irgendwie Sinn. Ob ich jetzt hier Scale 1 oder 2 einstelle. Bei Scale 1 behält das Bild die Proportion. Bei Scale 2 wird es doppelt so groß. Aber ich glaube, für den Zweck hier, nämlich für ein besseres Debayering, deswegen habe ich das hier angehakt, ist es, glaube ich, egal. Also es ist von den Pixinsight-Leuten, wird vorgeschlagen oder wird dringend dazu geraten, dass man bei Farbkameras immer drizzeln sollte. Nicht wegen der Auflösung, sondern wegen des Debayering. So, nochmal, das ist ein bisschen dünnes Eis, auf das ich mich hier begebe, weil ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, was hier die besten Einstellungen sind. Und ich habe auch noch keinen Vergleich gemacht und so weiter und so fort. Habe es aber in letzter Zeit immer gemacht und ich sehe den Unterschied an den Bildern schon, wenn man mal ganz genau hinguckt. So. In der Pipeline wird jetzt nur noch mal angegeben, was im Einzelnen passiert. Das wird nachher aber im Protokoll hier eh sichtbar sein. So, habe ich dann alles. Dann kann man auch noch mal, wenn man ganz sicher gehen will, auf Diagnostik gehen. Da wird jetzt noch mal geguckt, passt denn auch alles? Hier kommt immer so eine Warnung, dass er irgendwie keine ewig langen Dateinamen schreiben kann oder lesen will oder wie auch immer. Das kann man ignorieren, das macht er irgendwie immer. Und ja, hier steht jetzt, dass eigentlich alles an Dark Frames oder BIAS oder wie auch immer da ist, und kann sagen, okay, jetzt würde ich auf Run starten. Wie gesagt, ich habe das schon mal gestackt, ich habe die fertigen Bilder schon und ich spare jetzt ein bisschen Zeit und drücke da nicht drauf. Ihr könnt ja so tun, als würde ich drauf, jetzt drücke ich drauf, jetzt. Also, wenn das durchgelaufen ist, was durchaus eine Zeit lang dauern kann, dann gibt es einen Ordner, den zeige ich euch, der heißt Master. Und da ist jetzt mein Master Flat drin, mein Master BIAS drin und mein Master Light. Und das öffnen wir mal und schauen es uns mal an. So, das sind lineare Bilder, deswegen sieht man da erstmal gar nichts. Deswegen rufe ich den Prozess Screen Transfer Function auf und da ist wichtig, jetzt erstmal dieses Häkchen rauszunehmen, damit ich keinen Farbstich in den Bildern sehe. Und das erste, was wir hier präsentiert kriegen, ist eine sogenannte Rejection Map. Da sehen wir, dass Satellitenspuren, Flugzeugspuren und so weiter rausgefiltert wurden. Wir sehen auch, dass mein Arbeitsabstand, glaube ich, nicht so hundertprozentig perfekt war. Denn hier in den Bildecken wurde ein bisschen mehr an den Sternen aussortiert, an den Rändern zumindest. Und wir sehen auch, dass der Fokus nicht immer hundertprozentig bei allen Bildern konsistent war. Und deswegen wurde hier an dem einen oder anderen Rand auch schon mal ein bisschen was rausgeschnitten. So, ansonsten, das sieht alles völlig normal aus. Hotpixel sind hier natürlich auch drin und so weiter und so fort. Kann man sich mal angucken zur Kontrolle, wenn man da irgendwas Auffälliges drin sieht, irgendwie weiß man Bescheid. So, das ist die Low Rejection Map. Hier sehen wir, an diesem Rand sehen wir, dass ja die Bilder irgendwie in der Serie irgendwie nicht hundertprozentig, also der Bildausschnitt nicht hundertprozentig gleich war. Deswegen haben wir hier einen relativ großen Überlapp. Ansonsten dürfte hier nichts groß Auffälliges drin sein. Und das können wir auch schließen. Und jetzt haben wir hier unser eigentliches Bild. So, weil ich ja gefuscht habe und gesagt habe, dass ich immer eine Drizzle Integration mache, fällt mein Schwindel jetzt natürlich auf, dass ich hier bei der beim vorherigen Durchgang, wo ich das schon mal gestackt habe, keine Drizzle Integration gemacht habe. Sonst würde man nämlich zwei Bilder bekommen. Einmal die normale Integration und dann würde man ein Bild bekommen, wo hier steht Drizzle Integration. So, das ist also jetzt nicht gedrizzelt, however. So, das ist mein Bild. Ja, sieht alles super aus und damit arbeiten wir weiter. Jetzt kommt der nächste Schritt. Nur mal angenommen, ihr hättet jetzt nicht diesen Autocrop-Funktion oder die Autocrop-Funktion hätte nicht funktioniert und ihr seht hier am Rand noch deutliche Stacking-Render. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr die wegmacht und zwar entweder hier oder im nächsten Schritt. Und hier würde das gehen mit dem Prozess Dynamic Crop. So, dann zieht man hier so ein Feld auf, ja, und sagt irgendwie, das möchte ich haben, alles andere bitte wegschneiden.
Jetzt könnte es ja sein, dass ihr zu diesem RGB-Bild noch ein Bild mit einem Duo Narrowband-Filter gemacht habt und das auch in einem Rutsch schon mitgestackt habt. Dann würdet ihr hingehen, würdet diesen Prozess hier mal anpacken und hier auf dem Bildschirm ziehen. Ja, jetzt auslösen, dann würde das gekroppt werden, mache ich jetzt nicht. Und ja, und dann hättet ihr zum Beispiel, tun wir mal so, das Bild mit dem Duo Narrowband, das lag hier oben. Und das würde man dann nehmen und dann könnte man einfach hier diesen Prozess ausüben. Dann bekommt ihr exakt den gleichen Crop, hat den Vorteil, dass man jetzt die Bilder nicht nochmal aufeinander registrieren muss. Das in der Theorie. Und weiter geht's. Dieses Bild nehme ich jetzt und entferne den Gradienten. Man sieht hier ganz leicht in den Ecken ist irgendwas mit Gradienten. Das sieht unter Umständen bei anderen Bildern deutlich schlimmer aus, je nachdem, wo ihr fotografiert habt. Ja, aber hier ist ein bisschen was, da oben ist ein bisschen was. Das möchte ich noch wegmachen. So, das ginge hier in PixInsight selbstverständlich mit der Automatic Background Extraction, die ich nie, glaube ich, in meinem ganzen Leben benutzt habe. Und die Dynamic Background Extraction, von der ich lange Zeit ein großer Fan war. Aber es gibt jetzt die Software Craxpert und es gibt überhaupt gar keinen Grund mehr, diese nicht zu verwenden. Das heißt, ich öffne jetzt die Software Craxpert und bearbeite das Bild kurz dort weiter. So, ist die neueste Version von Craxpert. Ihr habt vielleicht gesehen, es gibt die AI-Funktion jetzt. Und ja, ich öffne jetzt erstmal das Bild. Und hier ist es. Und wie ihr seht, habe ich das schon mal gemacht. Aber wir machen es schön nochmal. Komm, das lösche ich schnell. Das brauche ich eh nicht mehr. Löschen. So, das ist das Masterlight, das öffnen wir. So, hier sieht man auch nochmal deutlich, dass da in den Ecken irgendwas los ist. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, auch hier jetzt croppen, ja, mit dem Crop-Tool. Aber ist ja schon gekroppt irgendwie. Deswegen machen wir das wieder zu. Die Stretch Options hier, ich stelle das immer auf einen ziemlich hohen Wert, auf den höchsten Wert, damit ich wirklich den Gradienten sehen kann. Und auch die Farbsättigung stelle ich sehr hoch ein, damit man das wirklich gut sehen kann. Jetzt müsste man eigentlich hingehen und hier im Bild überall Samples setzen, ja, überall dort, wo Himmelshintergrund ist und dann eben mit einer dieser üblichen Methoden den Gradienten entfernen. Das mache ich aber nicht, sondern ich teste erstmal die AI-Funktion an mit Smoothing auf 0 und sage Calculate Background. Das hat erstaunlicherweise mal ausnahmsweise nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, das wäre es wert, dieses Bild irgendwie ins Training hineinzugeben. Also es hat schon was abgezogen, aber es ist nicht perfekt. Wir gucken uns den Background mal an. Ja, da geht, das geht noch besser. Gut, also würde ich jetzt hingehen und würde tatsächlich hier Sample-Punkte überall setzen. Und das mache ich vielleicht mal eben schnell und danach sehen wir uns wieder. So, jetzt sind die Ecken weg. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen das verfeinern. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles perfekt ist, aber es geht ja jetzt nicht darum, das perfekt zu machen. Ich habe das, wie gesagt, auch schon mal bearbeitet, sondern es geht jetzt erstmal nur darum, euch meinen Workflow zu zeigen. Und jetzt tun wir mal so, als wären wir fertig. Und dann sage ich doch mal, bitte abspeichern, Save Processed und das Ganze auch wieder als 32-Bit PixInsight-File. Dann bekommt das hier die Endung Craxpert. Ich mache aber mal den Dateinamen ein bisschen kürzer. So, speichern. Gradientenentfernung fertig. So, zurück in PixInsight öffne ich jetzt genau dieses Bild. Ja, das ist das hier. Mach die Screen Transfer Function an. Und wir sehen wieder was. So, da ist mein Bild mit weniger Farbsättigung als in Craxpert. So, nächster Schritt wäre die Farbkalibrierung. Dazu wähle ich jetzt nochmal den aggressiven Stretch aus. Dazu drücke ich die Shift-Taste und hier drauf. Wir suchen mal
ein Hintergrund, ja, oder ein Teil des Bildes, wo wir wirklich einen neutralen Hintergrund vermuten würden. Ich würde mal sagen, vielleicht hier so in dem Bereich. Das sieht ganz gut aus. Ja, und das brauchen wir für die Farbkalibrierung. Aber was ich jetzt nicht vergessen darf, ist, dass ich vorher noch von diesem Bild eine astrometrische Lösung erstellen muss. Und das geht hier über Image Analysis und dann, na, wo ist es? Image Solver. So, wichtig ist, dass man ungefähr die Bildmitte mit galaktischen Koordinaten angibt, da der M8 da so ziemlich einigermaßen im Zentrum sitzt. Nehmen wir den einfach und dann brauchen wir hier noch die Focal Distance. Das passt, aber das passt nicht. 6,5 und ich glaube, das Ding hat eher 520 mm Brennweite gehabt. Und die Pixenzeit-Leute sagen, dass es wichtig ist, diese Distortion Correction anzuwählen. Ich drücke mal auf OK und wir gucken, was passiert. So, da ist es durch, da ist die astrometrische Lösung, die brauchen wir, um die Farbkalibrierung durchzuführen. Die Farbkalibrierung mache ich mit dem Prozess Spectrophotometric Color Calibration und was ich dann hier machen muss, ist hier die Kamera aussuchen und jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, diese Liste hier von Kameramodellen, die ist nicht so wirklich aktuell, beziehungsweise hier ist mein Sensor überhaupt nicht drin, deswegen lasse ich das auf Ideal Quantum Efficiency Curve stehen. Und hier bei den Filtern ist es ähnlich, das ist eine Canon EOS R und das Einzige, was sie aber hier drin haben, ist irgendwie die Canon 5DR, die kommt dem am nächsten vielleicht, ja, und das andere, oder 5D Mark II, ja, das wird es wahrscheinlich sein, also das gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da vielleicht die gleiche Charakteristik bei den Bayer-Filterchen dahinter steckt. So, da muss ich hier noch für den Hintergrund meine Preview angeben. Das mache ich, indem ich die Preview anpacke, einfach hier drauf ziehe und dann muss man aufpassen, dass aus diesem X hier ein Plus wird und dann wird das hier übernommen und dann gebe ich ihm mal ein Go. So, das sind die White Balance Faktoren. Hier oben kann man sehen, Rot wird um 0,68 abgesenkt, Grün um 0,78, während Blau bei 1 bleibt. So, hier gibt es eine schöne Linie bzw. irgendwie eine Punkteverteilung und das sieht für mich alles okay aus. So, dann lege ich diesen Prozess hier oben ab. Die Screen Transfer Function passt jetzt natürlich nicht mehr. Und jetzt setze ich dieses Häkchen hier und löse die nochmal aus. So, der nächste Schritt ist sehr wichtig meines Erachtens für Farbkameras. Ich erkläre mal, worum es geht. Ich mache mal hier die Screen Transfer Function aus und wir zoomen mal hier rein. Hier so ein bisschen dort, wo der Sternhaufen ist. Ich habe hier die Color Saturation schon mal aufgerufen und ich erhöhe mal die Color Saturation, dann sehen wir den Effekt besser. Und man sieht, dass die Sterne hier im Zentrum irgendwie so magenta sind, ja. Und wenn wir das nachher stretchen, das Bild, dann sieht das ganz komisch aus. Die Sterne bekommen in der Mitte so eine Delle. Und ja, die Delle ist dann eben auch magenta und das sieht irgendwie blöd aus und das wollen wir korrigieren. Dafür gibt es ein Skript und das zeige ich euch, das heißt HSV, also wieder Hamburger Sportverein, Repaired HSV Separation. So sieht es aus, das stelle ich mal schnell wieder um auf die Default-Einstellungen, so sieht das dann nämlich aus. Ja, und jetzt muss ich es doch nochmal schließen, denn was wir dafür kurz mal machen sollten, ist, dass wir einmal mit der Maus über so einen Stern drüber fahren und uns mal gucken, die Werte angucken. Da sehen wir für RGB sowas um 0,25, 0,26, irgendwie sowas in der Richtung. Und das sind Werte, die wir brauchen. Jetzt ruhe ich das Skript nochmal auf.
Und das geben wir nämlich jetzt hier mal ein. 0,27. Und das können wir vielleicht auch noch ein bisschen erhöhen. Ja, da geht es so um den Max Repair Radius, also wie groß die Bereiche sind, die hier berücksichtigt werden, um diesen Effekt zu reparieren. Da wir hier ein paar größere Sterne drin haben, gehe ich mal auf Nummer sicher und wähle hier mal ein bisschen größeren Wert als den Default-Wert aus. Dann drücken wir einfach mal OK. So, jetzt bekommen wir hier drei Bilder, H, S, V und V. Und jetzt müssen wir diese reparierten Dinger dort hinein operieren. Dann nehmen wir den Prozess, der heißt Channel Combination. Müssen dann hier HSV auswählen und wir wählen das V ab. Ja, das kommt nicht mit rein in das Bild. Und da hier wird automatisch jetzt hier dieser H-Kanal ausgewählt und der SV-Kanal. Und wir gucken auch noch mal genau hin, wenn wir das jetzt gleich auslösen, ob sich da was verändert. So, und jetzt seht ihr vorher, nachher, na, ob das hier so perfekt geklappt hat, sei mal dahingestellt, aber ihr seht eine Veränderung. Ja, sieht ein bisschen komisch aus mit diesen drei Pünktchen da. Vielleicht muss man den Repair Level doch nochmal ein bisschen korrigieren, damit ein bisschen experimentieren. Wie würden die Amerikaner sagen, das ist for the sake of this tutorial, ist das jetzt erstmal okay. Gut. Also, finde ich wichtig, mache ich in letzter Zeit immer bei meinen Bildern und zumindest dann, wenn ich mit einer Color-Kamera arbeite. So, nächster Schritt wäre dann, ich mache mal wieder den Screen an. Nächster Schritt wäre jetzt in meinem Workflow der Blur Exterminator. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich hantiere ja gerne mit undersampleden Bildern, also wo die Pixel relativ groß sind und die Brennweite relativ klein. Das führt dann schon mal zu pixeligen Sternen und da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Blur Exterminator. So, ich wähle mal hier einen Ausschnitt als Vorschau, zum Beispiel diesen. Dann holen wir mal den Blur Exterminator hervor. Und ich rate euch mal, auf der Seite von Russell Crowman die neueste AI-Version runterzuladen. Das ist zwar noch eine Beta-Version, ihr seht hier Blur Exterminator Beta 2.3, aber ich finde, die funktioniert deutlich besser als die Vorgängerversionen. Und was machen wir hier? Also ich wähle eigentlich immer aus, dass das Bild korrigiert wird und das funktioniert mit der neuen AI tatsächlich deutlich besser. Und das ist eben jetzt so eine Sache, ob man bei undersampleden Bildern hier Sharpen Stars ausführt und Sharpen Non-Stellar, das will ich schon haben, ist aber auch gefährlich bei undersampleden Bildern. Ich gehe hier niemals höher als 0,5 und ich sage jetzt mal Correct First 0,5 und hier nehme ich mal diese Einstellung. Wir schauen mal. So, dann gucken wir uns das mal an. So sah es vorher aus, so sieht es nachher aus. Und es ist bei undersampleden Bildern ein gefährliches Spiel, aber wie gesagt, die neue AI funktioniert hier relativ gut und ich wage das jetzt mal so, obwohl die Sternchen irgendwie, da muss man aufpassen. Wenn ich jetzt nachher noch irgendeine Form von Sternverkleinerung oder sowas mache, dann begebe ich mich ja auf eine Rasierklinge drauf und reite sie. Gut, ich mache das jetzt mal und wende es mal mit diesen Einstellungen aufs ganze Bild an. Wie gesagt, hier müsst ihr unter Umständen sehr vorsichtig sein und wirklich mit einem guten Auge rangehen, überlegen und aufpassen, dass eure Sternchen nicht zu pixelig werden. So, Blur X ist fertig. Dann lege ich den Prozess hier mal zur Seite weg und kann die Preview löschen, die brauche ich nicht mehr. Kann auch mal reingucken. Und so sah das vorher aus. Na, mit der Preview. Okay, damit können wir weiterarbeiten. Eigentlich bin ich auch beinahe durch.
Ich würde jetzt eigentlich noch die Farbsättigung ungefähr um diesen Betrag hier erhöhen. Das habe ich aber vorhin schon gemacht, eigentlich ein bisschen außerhalb des normalen, meines normalen Workflows, weil ich euch diesen komischen Effekt an den Sternen zeigen wollte. Ich habe, pardon, die Farbsaturierung ja da nicht weggenommen, aber ich würde das in der Regel jetzt hier an dieser Stelle machen. Dann sind wir im Prinzip fertig, um das Bild zu stretchen. Und ja, das ist so eine Sache jetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bilder zu stretchen. Und ich mache mal hier kurz ein Clone. Ah, muss ich gar nicht umbenennen. Ich zeige euch zwei Wege einfach. Die althergebrachte Methode, die ich immer verwendet habe, die geht so, dass ich mit einem ArcSign-Stretch ein bisschen vorstretche, und das mache ich so, dass ich hier einmal die Vorschau anmache und dann das so weit ziehe, dass so gerade eben die Nebel zum Vorschein kommen, so ungefähr. Vorschau wieder aus und dann mache ich das mal aufs Bild. So lege ich mal hier zur Seite und dann kommt eine ganz normale Histogram Transformation. So, das ist eigentlich so, wie ich das immer gemacht habe in der Vergangenheit. Und ich lege das mal kurz zur Seite. Jetzt habe ich selber noch nicht vor allzu langer Zeit den ArcSign Stretch, den Generalized Hyperbolic Stretch entdeckt. Und ich kann nicht behaupten, dass ich den immer anwende, und ehrlich gesagt mache ich das so. Ich probiere beide Wege und manchmal gefallen mir die Bilder besser mit meiner herkömmlichen Methode, manchmal mit diesem Generalized Hyperbolic Stretch. So, ich gehe hier auf Plus und dann setze ich hier den Cursor hin und sage Send to Symmetry Point. Mach die Vorschau an. Stretche das Bild ruhig ein bisschen mehr als gewöhnlich und ziehe jetzt hier diese Local Intensity runter. Ja, vielleicht noch ein Stück. Na. So, dann gebe ich noch ein bisschen Farbe hinzu. Das ist offensichtlich zu viel. Sagen wir so. Okay, gut. Jetzt kann man mal schauen, ob hier noch ein bisschen was geht. Hier kann ich noch ein bisschen Kontrast rausholen. Das mache ich auch noch, aber mehr mache ich dann hier auch nicht mehr. So, machen wir mal einen Vergleich. Das ist herkömmlicher Stretch und das ist der mit dem Generalized Hyperbolic Stretch. Offensichtlich habe ich hier die Farben ein bisschen stärker gestretched. Und ja, okay, das könnte ich aber auch bei dem anderen Bild noch durch eine Farbsättigung herausholen. Und wir gucken uns aber noch kurz die Sterne an. Ja, die gefallen mir immer bei dem normalen Stretch ein bisschen besser, weil dieser Generalized Hyperbolic Stretch, der ist sehr gut für sehr schwache Bildanteile. Und das heißt aber auch, dass die Halos von den Sternen so ein bisschen ausfransen. Obwohl, wenn ich jetzt... Also so ein Riesenunterschied ist es nun doch nicht. Mal gucken. Bis zum nächsten Video kann ich ja noch entscheiden, welche Version ich dann nehme und mit welcher Version ich dann weiterarbeite. Aber das schauen wir mal. Ja, bis hierhin bin ich jetzt erstmal durch. Wie gesagt, ich habe ja noch einen Mono-Workflow schon gemacht mit dem gleichen Motiv, aber mit einer anderen Kamerateleskop-Kombination. Und es geht jetzt darum, wie man diese Bilder weiter bearbeitet. Dazu kommt aber ein extra Video. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat euch geholfen bei eurer eigenen Bildbearbeitung. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.